Hallo, ich bin Monika von Allgäu Hoops und ich möchte euch heute gerne zeigen, wie ihr euren Reifen zerlegen, verkleinern könnt, halbieren. Und das Erste, was ich dazu mache, ist, ich suche erstmal, wo der Reifen verbunden wurde. Das könnt ihr am Tape erkennen. Schaut, hier ist ein Doppeltape und das möchte ich gerne ganz oben haben, sprich auf 12 Uhr. Da finde ich hier auch meinen Klickverschluss. Mit meinem Daumen drücke ich hier rein und kann den Hula-Hoop öffnen. Jetzt ist er offen. Um ihn jetzt zusammenzurollen, gehe ich her und jetzt brauche ich meinen Fuß hier, um das so ein bisschen zu stabilisieren. Mit den kleineren ist es etwas leichter. Hier haben wir jetzt einen 25 mm Hub, der ist ein bisschen größer und starrer. Ich rolle den einmal rein, um dann auf die zweite Seite hier zu stehen. Jetzt habe ich hier ein übriges Teil, was ich wieder reinstecken darf. Ich klicke es zusammen und tada, hier ist mein Reifen schön halbiert. Ich kann ihn locker leicht hier über die Schulter hängen, kann sogar damit auf dem Fahrrad fahren, was immer ihr möchtet. Um den Reifen wieder zu öffnen, gehen wir jetzt her, nehmen so einen süßen kleinen Reifen. Suche ich als Erstes wieder die Stelle, an der der Reifen verbunden wurde. Drück meinen Klicker rein und mach den Reifen auf. Und hier gehe ich jetzt her, kommt der Fuß ungefähr in die Mitte des Reifens. Dann wird es leicht, hier die Stelle zu verbinden, an der der Reifen wieder zusammenkommt. Ich drücke meinen Klicker wieder rein. Hör dann meistens auch so einen kleinen Klick, dann ist er drin. Oft kann es sein, dass er sich ein bisschen verformt hat. Ihr dürft gerne an dem Reifen ein bisschen ziehen, ein bisschen schieben. Das ist überhaupt kein Problem, das hält er aus. Und fertig ist der Reifen. Und es kann wieder losgehen.